Was passiert, wenn sich einer der größten Popstars aller Zeiten mit einer der bedeutendsten Luxusmarken zusammentut? Die Antwort heißt Scherzige. Zum Pride-Monat in den USA haben Popstar Cher, 76, Believe, Strong Enough, und Designerin Donatella Versace, 67, eine gemeinsame Kollektion in Regenbogenfarben herausgebracht. Unter dem Namen Scherzige gibt es schwarz-bunte T-Shirts, Socken und Baseballcaps mit Medusa-Logo zu kaufen. Das strassbesetzte T-Shirt kostet dabei $3.350, 3.150 Euro, die Socken hingegen läppische $125. Die Erlöse der beiden LGBTQI-Ikonen gehen Versace zufolge an eine gemeinnützige Organisation, die Angehörige der Community unterstützt. In den USA wird im Juni traditionell der Pride-Monat gefeiert, der in New York City dieses Jahr am 26. Juni in der Pride-Parade mündet. Sie geht auf die Stonewall-Aufstände von 1969 zurück. Damals hatten sich Feiernde in der beliebten homosexuellen Bar Stonewall Inn in der Christopher Street im Greenwich Village in Manhattan gegen eine Polizeirazzia gewehrt. Zum ersten Jahrestag der Krawalle, vor mehr als 50 Jahren, zogen etwa 4000 Menschen durch New York und forderten Gleichberechtigung. Heute erinnert der Christopher Street D.C.S.D. weltweit an die Vorfälle. Er steht für das Selbstbewusstsein der LGBTQI-Gemeinschaft und ihren Widerstand gegen Diskriminierung. Daher ist oft auch von Pride, Engel, Stolz, die Rede. LGBTQI ist die englische Abkürzung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Queer und Intersexuelle. Daneben kursieren für die Gemeinschaft verschiedene weitere Abkürzungen, teils mit Erweiterungen.